Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Das Lied 165. Wir beten. Dir, Gott, zu danken für das, was wir haben, das fällt leicht. Dich bitten zu können um das, was wir brauchen, das tut gut. Dir klagen zu dürfen über das, was uns das Leben schwer macht, das hilft. Wir bitten dich, Gott, höre unsere Klagen, wie du auch unseren Dank und unsere Bitten hörst. Und gib uns Kraft, mit und trotz allem, was uns Mühe macht, unseren Weg mit dir fortzusetzen. Im Vertrauen auf dich und darauf, dass du uns hilfst, unsere Lasten in dieser Zeit zu tragen. Amen. Die Lesung steht im Matthäus-Evangelium, im 20. Kapitel, die Verse 29 bis 34. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege. Der hieß Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als der hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er soll still sein. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei froh, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich für dich tun? Da sagte der Blinde: Rabbi, dass ich wieder sehen kann. Da sagte Jesus zu ihm: Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich konnte er wieder sehen und folgte Jesus nach auf dem Wege. Amen. Wir bekennen miteinander unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Lied 197. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute findet sich im Lukasevangelium, im 22. Kapitel, die Verse 31 bis 34. Und die Szene, die Lukas erzählt, sie findet nach dem letzten Abendmahl statt. Jesus und die Jünger unterhalten sich nach dem Essen und sie diskutieren, wer von ihnen denn nun der Größte und der Wichtigste sei. Und Jesus führt dann die Frage ad absurdum und dann, etwas unvermittelt, kommt es zu folgender Begebenheit, die in dem Text steht. Da sagt Jesus zu Petrus: Petrus, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen aussieben darf, mit dem Ziel, dass alle wie Spreu sind, also zu nichts nutze. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Da sagt Petrus zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da sagt Jesus: Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal gesagt hast, dass du mich nicht kennst. Soweit unser Text. Wie wir wissen, hat Jesus recht behalten. Petrus scheitert mit seinem Vorhaben. Er ist bereit, alles, was er hat, zu geben. Er will nicht loslassen von Jesus, dem Menschen, dem Gott. Er will nicht loslassen von dem Gott, der zeigt, dass er da ist. Petrus will auf dem Weg bleiben. Auf dem Weg, der ihn zu der Tatsache führt, dass Gott und Mensch eine Einheit sind. Aber selbst er, Petrus, der Fels, geht in die Irre, weicht ab von dem Weg. Dafür steht Petrus, für das Abweichen, für das Scheitern, das Versagen auf dem Glaubensweg. Er steht für einen Teil in uns. Oft nehmen wir uns vor, uns mehr Gott zuzuwenden, sei es nun im Inneren durch Gebet oder im Äußeren durch unser Handeln. Oft nehmen wir uns vor, uns mehr einzulassen auf Gottes Wirklichkeit und scheitern. Wie oft vertue ich die Zeit, die doch Gottes Geschenk ist, nutze sie nicht, sondern tue unwichtige Dinge, wo ich es auch anders machen könnte.
Wollte ich nicht der Vision nachgehen, dass Gott und ich in der Tat zusammen sind? Wollte ich nicht so handeln, als wären die anderen und ich Gottes Ebenbilder? Da kommen Bequemlichkeit und Trotz, Ärger und Wut und so manches andere und bringt mich vom Weg ab. Hin und wieder muss ich auch erkennen, ich laufe meinen eigenen Worten, meiner Predigt hinterher und tue alles Mögliche, aber nicht das, was mich weiterbringt auf dem Glaubensweg. Vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht steckt der Petrus auch in euch. Ja, wir wollen weiterkommen und wir wollen an der Einheit zwischen Gott und Mensch, an Jesus, an unserem Glauben festhalten und es immer mehr erfahren. Wir sind auf dem Weg mit Gott zu Gott hin, aber immer wieder scheitern wir, so wie Petrus. Es gehört wohl dazu, dass wir scheitern, dass wir unsere Ziele, unsere Glaubensziele halt nicht so einfach erreichen. Wir nehmen uns vor, gut zu sein oder wenigstens besser, und es geht manchmal schief. Es passiert nicht nur einmal, sondern öfter. Der Petrus in uns, der gehört dazu. Das will die Geschichte hier erzählen. Sogar zu Petrus gehört sie dazu. Dann darf sie auch zu uns gehören, die wir nicht ganz so weit sind, wie Petrus gekommen ist im Glauben. Das ist eine unserer Grundbedingungen, dass wir versagen. Das ist okay. Und gerade auf dem Glaubensweg gehört das in die Irre gehen dazu. Und deswegen brauchen wir Hilfe. Und die haben wir hier, Jesus Christus. Der sagt nämlich, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören soll. Ich habe für dich gebetet, dass du wieder die richtige Richtung findest, dass du trotz deines Scheiterns dich nicht entmutigen lässt. Ich habe dich für dich gebetet, dass du weitermachst und es wieder versuchst. Ich habe für dich gebetet, dass du an Gott festhältst, egal wie oft du versagst und scheiterst. Du bist gefallen? Steh auf und geh weiter. Du hast Gott vergessen, erinnere dich. Du vertust deine Zeit, nutze sie. Du hast deinem Zorn nachgegeben, beherrsche ihn. Du hast Angst, halte sie aus und geh weiter. Ja, du scheiterst, aber das macht nichts. Alle scheitern, alle. Aber dein Glaube soll nicht aufhören. Darum bittet Jesus, dass wir weitermachen, weitergehen. Es ist nicht gut, wenn wir versagen, aber es ist kein Grund aufzugeben. Dafür bittet Jesus zu Gott, dass wir weitermachen mit der Suche nach ihm. Fast sieht es so aus, als wünscht Gott sich, dass wir ihn finden. Vielleicht ist das Gottes Wille, dass wir ihn finden, wir uns ihm zuwenden, ihn entdecken und er uns erwartet. Mag sein, Gott hat genauso viel Sehnsucht nach uns, wie wir nach ihm. Das Ziel unseres Weges ist, so zu sein wie Christus und Gott, wie zwei, die zusammengehören, sich finden und gefunden haben. Tief in uns ist es schon so. Ja, ganz tief in uns sind wir eins mit Gott und Christus und dem Heiligen Geist. Denn genauso wie Petrus in uns steckt, so steckt natürlich auch der Christus in uns. Petrus, das ist sozusagen der stolpernde Teil in uns, der hinfällt, der aber unterwegs ist zum Christus, dort, wo Gott in uns ist. Und es ist nicht allein eine Sache in uns, die da stattfindet. Es ist auch eine Sache zwischen uns. Denn der Christus in euch,
kann für den Petrus in mir beten, dass mein Glaube nicht aufhört oder jemand anders. Und der Christus in mir kann für den Petrus in euch beten, dass euer Glaube nicht aufhört. Es ist wichtig, dass wir füreinander beten und uns Mut machen, weiterzumachen, weiter zu glauben, weiter zu vertrauen und einen Schritt nach dem anderen zu wagen. Und sei es mit zerschundenen Knien vom vielen Fallen und Scheitern und sei es mit Muskelschmerzen vom vielen immer wieder aufstehen. Aber das Gebet richtet den anderen auf, euer Gebet richtet mich auf und mein Gebet richtet euch auf. Und so ist es untereinander bei euch auch. Und so können wir weitergehen auf Gott zu, damit wir immer mehr seine Herrlichkeit erfahren und schmecken und fühlen, bis wir in der Tat ganz bei Gott sind, der sich nach uns sehnt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das Lied 97. Wir halten Fürbitte. Gott, du einer hinter allem, du kannst es doch, denen helfen, die krank sind. Wir bitten dich um Gesundheit. Heile die Menschen, die leiden, jetzt und vielleicht bald. Gott, du Geist hinter allem, komm in die Menschen. Du kannst es doch. Sende Besonnenheit und Vernunft und Kraft für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen und entscheiden müssen. Gott, du Menschensohn, du kannst es doch. Geh mit uns die unbekannten Wege, die wir jetzt gehen müssen. Nimm uns und allen anderen die Angst. Sei bei uns wie ein Freund. Geh mit uns auf unseren menschlichen Wegen. Bleib bei uns. Wir bitten dich für uns und alle Menschen. Kämpfe mit uns gegen diesen Virus. Du kannst es doch. Mit dir an unserer Seite. Gott Vater als unseren starken Schild, mit dem heiligen Schwert des Geistes wehren wir uns und bleiben stets bei dir. Und du Gott, bleib bei uns. Amen. Wir beten miteinander, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied 98.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.